Hallo Friends, na, wie geht es euch? Willkommen zu einem neuen Drogerie-Haul. Wir wollen auch direkt anfangen. Ich habe mir ein paar neue Sachen in der Drogerie geholt. Einige habe ich in den letzten Monaten ausgiebig getestet und werde euch sagen, welche meine Favorites sind. Nummer 1. Ich habe mir ein neues Shampoo besorgt und zwar wart ihr so lieb und habt mir auf Instagram einige Nachrichten hinterlassen, nachdem ihr meine Haarroutine gesehen habt, also das Video. Ich habe ja gesagt, ich habe eigentlich mit Head & Shoulders nicht so viele Probleme gehabt. Okay, Silikone und vielleicht auch Sulfate sind drin, aber für diesen Zeitraum des Haarwachstums waren meine Haare eigentlich mit diesem Shampoo ganz okay. Wie ihr ja wisst, ich habe ja sehr viel, sehr dickes und sehr schweres Haar. Ich brauche halt auch gewisse Feuchtigkeit und Hydration und was es da auch so gibt, damit die Haare eben nicht explodiert aussehen. Ich färbe meine Haare immer noch nicht, also das ist meine Naturhaarfarbe. Ich habe ganz viele weiße Haare, habe aber von euch den Tipp bekommen, aus der Drogerie mal dieses Shampoo zu benutzen und auszuprobieren. Und zwar ist das das Brazilian Keratin Smooth Shampoo aus der, ja, ist das die Marke? Ever Strengthening, Strengthening Plus Brazilian Keratin Smooth Shampoo. So. Und zwar hat das einen, das riecht so ein bisschen nach Schokolade, Kokosnuss und Shea Butter, würde ich sagen. Also es ist sehr mild. Es soll sehr viel Glanz in die Haare bringen. Ich konnte jetzt nicht unbedingt erkennen, dass es jetzt super glänzend geworden ist. Aber ich habe das Shampoo jetzt auch 4-mal benutzt an sich. Wie ihr wisst, ich wasche meine Haare nicht jeden Tag. Aber es riecht sehr gut. Es fühlt sich gut auf der Kopfhaut an. Es ist sulfatfrei. Und ja, das einzige kleine Manko für den einen oder anderen ist, dass hier Silikone enthalten sind. Ich würde euch empfehlen, gebt dem einfach mal eine Chance. Es gibt auch noch andere Reihen davon. Also es gibt einmal das Feuchtigkeitsshampoo, dann gibt es einmal das Biotin- und Kollagen-Shampoo. Für alle Brustkrebs-Chemo-Freunde ist es auch so, dass die Haare einfach selbst feststellen, welches Shampoo für die am besten ist. Ich hatte sie ja erstmal gar kein Shampoo verwendet, habe sie dann durchfetten lassen. Dann habe ich, als ich sie mehr gestylt habe, mit ja, so einem festen Shampoo angefangen und bin dann zu Head & Shoulders gewechselt, weil es einfach ja, unkompliziert war. Aber das gefällt mir sehr gut. Dass heute auch die Drogerie-Haul, also das Drogerie-Haul-Video ist, muss ich dazu sagen, ich habe mir auch noch ein anderes Shampoo bestellt. Shea Moisture. Ich werde das jetzt auch noch ausprobieren, wenn es ankommt und dazu ein Video machen. Also eine neue Haarroutine wahrscheinlich. Also wenn es mir gefällt natürlich. Deswegen dieses Shampoo einfach mal ausprobieren. Es riecht sehr gut, es fühlt sich sehr gut an, es beschwert die Haare nicht. Weiter geht's mit Haaren. Ich habe mir bei DM einige neue Haaröle gekauft. Also mein Gisou-Haaröl ist mittlerweile alle. Ich dachte mir, bevor ich jetzt nochmal das Gisou-Haaröl kaufe und so viel Geld ausgebe, ihr müsst nämlich wissen, es liegt irgendwo bei 75 Euro, wenn jetzt nicht noch mehr. Da werde ich jetzt einfach mal ja, natürlichere Öle fürs Haar benutzen. Im anderen Video hatte ich euch ja auch gesagt, ich mag gern so eine Kokosnuss-Kokosölmaske. Dann nehme ich einfach Bio-Kokosöl aus dem Reformhaus oder mittlerweile gibt es ja auch überall Bio-Kokosöl. Schmiere ich mir dann als Packung in die Haare, lasse es vor dem Duschen einwirken eine halbe Stunde oder manchmal auch eine Stunde, wenn ich es vergesse. Und dann spüle ich es aus, dann sind die Haare schön. Ich habe mir nichtsdestotrotz ein paar Haaröle gekauft. Und das sind die. Also einmal habe ich hier von Alverde, das gibt es bei DM. Das ist das Repair Haaröl, Bio Avocado und Bier. Bio Shea Butter. Ja, aber ich muss dazu sagen, früher, als ich ganz lange Haare hatte, da habe ich auch eine Bierspülung ab und zu mal für meine Haare gemacht, weil Bier dem Haar Glanz aufgrund der Hopfenmalz und was da alles so in Bier enthalten ist und das gibt dem Glanz, das gibt. Ich kann heute echt nicht sprechen. Was ist los? Das gibt dem Haar auf jeden Fall einen schönen Glanz und hält es gesund und macht es schön dick. Ja, ich habe es jetzt lange nicht mehr gemacht. Auf jeden Fall ist dieses Haaröl ohne Bier. Da ist aber Bio-Shea-Butter und Bio-Avocado drin. Und es ist für strapaziertes und brüchiges Haar. Ich benutze immer zwei Pump
übe, da meine Haare sehr viel vertragen. Wer jetzt feines Haar hat, der sollte vielleicht nur einen Pumpstoß davon benutzen, denn es ist sehr ergiebig. Und wenn eure Haare trocknen, also ich lasse meine immer Luft trocknen, dann könnt ihr halt auch fühlen, dass dieses Öl immer noch so im Haar drin ist, weil es eben sehr reichhaltig ist. Also das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn ihr richtig kräftiges Haar habt, was einiges aufnehmen kann und was auf jeden Fall viel Feuchtigkeit braucht, kann ich euch das hier empfehlen. Es riecht jetzt nicht nach irgendetwas, also es hat praktisch gar keinen Geruch, es ist vegan und das gibt es bei DM. Ein sehr, sehr tolles Öl, was ich unter anderem immer mit anderen Ölen auch mixe. Dann habe ich eine neue Lieblingsreihe von Haarölen entdeckt für mich. Auf jeden Fall handelt es sich auch um ein DM-Produkt und das ist die Marke Langhaarmädchen. Und Langhaarmädchen hat ein Haaröl, das mit Kokosöl und Burrito-Öl. Nein, ich schmier mir keine Burritos in die Haare. Kokosöl und Burriti-Öl. Es ist ebenso auch vegan und es ist eben Pflege ohne zu beschweren. Das Öl mische ich gerne mit dem, weil das riecht nach nichts. Das hat einen tollen, sanften Geruch und die Haare fühlen sich einfach so voll fluffy und geschmeidig an. Also nehme ich davon meistens 3 Pumphübe und davon 2, die mische ich dann schön und dann schmiere ich mir das ins feuchte Haar. Und meine Haare sind dann einfach schön geschmeidig gepflegt, die riechen sehr gut. Also das riecht wie, das kann man schwer beschreiben, aber wenn ich das irgendwie so ausmachen müsste, dann erinnert mich das so ein bisschen an Zuckerwatte und gebrannte Mandeln, aber ganz sanft, ganz sanft. Also richtig tolles Öl, ich liebe es. Und dann habe ich mir noch ein Öl besorgt, das war ein bisschen teurer. Also die beiden, die sind so bei 3-4 Euro. Ganz gut, also der Preis ist super gut und ihr kommt hier auch beim Langhaarmädchen für den Preis auch 150 Milliliter, das ist sehr ergiebig. Wiederum habe ich euch ja auch vorgestellt, dass ich von The Ordinary das Arganöl benutzte, das 100% kaltgepresste Arganöl. Jetzt, wo Estée Lauder die Company gekauft hat, weiß ich jetzt nicht, ob sich die Konsistenz oder überhaupt die Inhaltsstoffe verändern werden. Ich hoffe nicht, aber solange alles gleich bleibt, werde ich es auch weiterhin kaufen. Nichtsdestotrotz habe ich mir das Arganöl, Argan Oil of Morocco Penetrating Oil für alle Haartypen besorgt. Ich glaube, das ist aus derselben Reihe wie das Shampoo. Ja, also das ist die Strengthening-Reihe und das ist die Renewing-Reihe. Und dieses Öl war 8 Euro teuer, also 7,99 Euro. Und ich habe eigentlich erwartet, dass jetzt voll die große Flasche kommt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe vorher nicht drauf geachtet, wie viele Milliliter drin waren. Ich habe den Preis gesehen, dachte so, ja okay, in der Drogerie für diesen Preis kriegt man wahrscheinlich auch eine große Flasche, aber die ist so klein. Es riecht gut. Das ist, würde ich sagen, so ein Öl. Also ich habe so eine kleine Hassliebe damit. Ich mag es, es riecht gut, es ist nicht zu aufdringlich, aber das war es auch schon. Es ist für mein, also für meinen Geschmack ist es jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Da finde ich das Shampoo echt viel, 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 viel besser. Also ihr könnt das mal ausprobieren, aber die beiden lohnen sich auf jeden Fall mehr, würde ich sagen. Das ist halt einfach mein persönlicher Eindruck. Und nochmal, weil ich sie ja immer wieder vergesse. Alle Produkte in dem Video sind von meinem eigenen Geld gekauft worden. Es wurde nichts gesponsert. Deswegen, das sind meine persönlichen Eindrücke, meine persönlichen Erfahrungen, Vorlieben. Ich teste die Sachen von vorne bis hinten und ja, mache dann eben mein Review, damit ihr auch wisst, worauf ihr euch einstellen könnt, bevor ihr eines der Produkte kauft. Körperpflege. Und bei DM habe ich mir ein Balea Duschöl gekauft für sehr trockene Haut. Nach der Chemo ist man ja sehr, sehr trocken. Also die Haut, die reißt ständig auf, man hat so ja schuppige Haut und ich brauche einfach ein Duschgel, was jetzt nicht 1000 Millionen Inhaltsstoffe hat, die ich nicht mag oder die halt nicht so gut für den menschlichen Organismus sind. Aber
ich habe mir einfach einen Ruck gegeben, dachte mal, ich probiere jetzt dieses Balea Duschöl aus. Es riecht nicht zu intensiv, es lässt einen geschmeidigen Film auf der Haut, es klebt nicht, es fettet nicht. Es ist einfach so, ihr müsst euch nach dem Duschen nicht eincremen. Und das war mir eben besonders wichtig, weil ich habe halt auch nicht immer die Zeit und Lust, mich ständig einzucremen. Nach dem Baden ist das kein Thema. Aber wenn es mal so schnell gehen muss und ich dusche, dann kann ich mich nicht noch 5000 Mal eincremen. Deswegen das Duschöl Balea für mit 70% Ölanteil finde ich sehr gut. Könnt ihr mal ausprobieren. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, welche Duschöle noch gut sind, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich bin nämlich auf der Suche nach weiteren Duschölen. Nur bitte keine Nivea In-Dusch-Body-Lotion-Dinger. Ich kann den Geruch wirklich nicht ab. Das bereitet mir immer so Kopfschmerzen. Ich freue mich auf eure Antworten. Bleiben wir nochmal bei Öl. Es geht aber um Gesichtspflege. Und ich habe mir das Freiöl-Pflegeöl, das ist so eine Art Trockenöl, gekauft. Also wenn ich es ins Gesicht auftrage oder auf den Körper, dann lasse ich die Haut feucht, also nach der Reinigung zum Beispiel, und mache dann ein paar Tropfen dieses Öls Freiöl drauf. Ich habe mir erstmal eine kleine Flasche besorgt und diese Flasche, die habe ich jetzt schon einige Monate und da ist immer noch so viel drin, weil einfach dieses Öl so ergiebig ist. Es riecht jetzt nicht intensiv, es ist gut verträglich, es ist frei von Alkohol und irgendwelchen Präservativen, aber es pflegt ganz schön und die Haut fühlt sich gut an. Man kriegt keinen Hautausschlag. Ich habe früher gerne das Karottenöl von Diaderma benutzt, aber ich mag den Geruch halt mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie satt gerochen an diesem Geruch. Es ist ein gutes Öl, aber ja, die Inhaltsstoffe sind anscheinend nicht so toll gewesen. Das habe ich erst im Nachhinein, also ganz spät, erst dann für mich festgestellt und gesagt, nee, ich lege das jetzt mal zur Seite. Also das Freiöl fürs Gesicht, auch für den Körper, schön auf die feuchte Haut auftragen, einmassieren. Und ja, ich muss auch sagen, das ist eine gute Make-up-Base, also Grundlage. Da braucht man jetzt nicht auch unbedingt Primer. Wenden wir uns jetzt dem Thema Nägeln zu. Ich habe ja jetzt wieder schön feste Nägel, ich freue mich so sehr. Oh mein Gott. Ja, es hat nur 1000 Jahre gedauert, aber jetzt sind sie auf jeden Fall wieder fest. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir auf jeden Fall Nagelhärter zu kaufen. Ich liebe den Nagelhärter von Manhattan. Das ist der in Rosa. Der hält bombenfest. Er hält tagelang. Also ich glaube, ich habe 10 Tage, ohne dass der irgendwie abgesplittert, abgebrochen ist. Also der ist wirklich, wirklich super. Kann ich euch empfehlen. Da muss ich auch nicht viel dazu sagen. Also pflegt die Nägel. Es ist so ein ganz zarter, durchsichtiger, rosa Schimmer. Der ist wirklich sehr gut. Und dann habe ich euch im letzten Drogerie-Video einige Nagellackfarben, auch ich glaube von Rival de Loop, vorgestellt. Jetzt sind wir bei Rossmann. Also Rival de Loop ist eine Marke von Rossmann. Und da habe ich mir einige Farben geholt. Und zwar ist es so ein Two-Step schnell trocknender Gel-Nagellack. Der besteht einmal aus so einem Topcoat. Also das kommt zuletzt drauf. Aber den gibt es in einigen Farben. Die Farbe, die ich gerade trage, ist die hier. Also die. Könnt ihr mal sehen. Und die glänzt sehr schön und die ist super schön deckend. Die splittern nicht ab, die halten sich lange. Und wenn der Topcoat drauf ist, also ihr macht erstmal eine Schicht Farbe drauf und die ist schön dick genug. Und dann direkt im Anschluss macht ihr eine Schicht dieses Topcoats drauf und der trocknet super schnell. Also sehr, 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 sehr gut. Die sind auch nicht teuer. Sieht aus wie Gelnägel. Ich liebe die Farben. Und ja, ich wünschte mir, dass die halt einfach noch mehr Farben hätten. Ich glaube, die haben ein Sortiment von 8 Farben. Ja, das waren meine Liebsten. Also kann ich euch die nur empfehlen. Rival de Loop. Schöne, schöne Nagellackfarben. Dann habe ich von Balea Nagellack-Entferner-Pads. Die sind acetonfrei. Ich finde, man sollte immer acetonfreien Nagellack-Entferner auch zu Hause haben. Der pflegt die Nägel auch so ein bisschen besser als der mit Aceton. Für alle Menschen, die kein Problem mit Aceton haben, hatte ich vorher auch nicht. Könnt ihr gerne weiter benutzen, aber ja, ich finde die schön angenehm. Die riechen jetzt auch nicht total ätzend. 30 Stück kosten ein paar Cent. Gut zu empfehlen, auch wenn man unterwegs ist oder für die Tasche dieses kleine
Schälchen, das läuft auch nicht aus, da ist jetzt nicht irgendwie überschüssiges Produkt dran, sodass es in eurer Tasche auslaufen kann, also auf jeden Fall sehr gut. Wir widmen uns der Zahnpflege. Ich habe mir jetzt beim Zahnarzt eine neue Aufbissschiene machen lassen, weil meine alte durch war. Ich habe durch den ganzen Stress in der Vergangenheit, also vor der Krebsdiagnose, ich war immer sehr viel unter Strom, da habe ich in der Nacht, also nicht geknirscht, aber ich habe meinen Kiefer immer so zusammengepresst und das war, ja, das war halt einfach zu viel Druck und das hat immer zu Kopfschmerzen geführt. Dann habe ich eine Zahnschiene bekommen, die ist aber durch und jetzt habe ich eine neue. Also redet da mit eurem Zahnarzt, falls ihr irgendwelche Verspannungen habt oder Kieferprobleme. Es gibt auch Menschen, die haben eine CMD, das ist also in Langform kraniomandibuläre Dysfunktion. Das hat was mit dem Kiefer zu tun. Erkundigt euch bitte, falls ihr Schwierigkeiten habt und die Spannung vom Kiefer in euren Kopf und die Wirbelsäule und überhaupt strahlt. Da gibt es Schienen dafür. Meine Aufbissschiene, ich liebe sie. Die ist durchsichtig, die trage ich nachts immer, die trage ich auch tagsüber, wenn ich irgendwie Kopfschmerzen verspüre. Aber wenn man Tamoxifen benutzt, das sind ja die Antihormontabletten, die ich benutze. Ich habe ja festgestellt, bei mir die einzige Nebenwirkung war, dass ich einen Sprung in meiner Zahnfaser hatte oder habe. Seitdem bin ich so ein bisschen paranoid und passe da so ein bisschen auf, wie ich meine Zähne putze, dass ich nicht mit der Gabel irgendwie gegen meinen Zahn komme oder ja, einfach nur vorsichtig bin. Nichtsdestotrotz bin ich sehr eigen, was Zahnseide angeht. Ich habe eigentlich immer gerne das Superfloss von Oral-B verwendet. Das sieht so aus, das kennt ihr vielleicht. Das hat, ich mach mal diese Packung auf. Ich habe zwar noch eine offene, aber naja. Das sind so ganz fluffig weiche Zahnseidenfasern. Und die sind, wie lang sind die denn? 50 einzelne Fäden sind enthalten. Wie lang die sind, weiß ich nicht, ungefähr so. Und die haben immer ein Stück fluffige Zahnseide. Also es ist nicht durchgehend fluffig, aber das, was der fluffige Anteil reicht eigentlich aus, um wirklich so auch alle Zahnzwischenräume zu behandeln. Die liegt, ich glaube, bei 3 Euro. Aber die gibt es häufig nicht mehr zu kaufen. Früher gab es auch eine andere Packung. Das Superfloss war dann durchgehend weich. Super. Ich habe aber einige Alternativen für mich entdeckt. Und die werde ich euch vorstellen. Also wir haben einmal die Flauschzahnseide von Meridol. Die ist toll. Die hat einen Mintgeschmack und sie ist sehr fluffig. Also hier sind 40 Meter drin. Ich glaube, die kostet 2-3 Euro. Die habe ich sehr gerne. Habe ich auch gerne in der Handtasche, weil sie einfach sehr weich ist. Dann haben wir von DM, ja die sind alle von DM, von Dontodent, von der Marke Dontodent, einmal die Orthodontic Floss. Hier ist auch 50, also hier sind 50 Stück drin. Die ist auch sehr, sehr, sehr fluffig. Also wenn ihr die hier kaufen könnt, dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Ihr habt dann auch nicht so viel Zahnfleischbluten, weil es sehr fluffig ist. Ich habe ja für mich das erste Mal im Leben auch dann entdeckt, oh Gott, Zahnfleischbluten, was tue ich? Wenn mein Zahnfleisch immer gesund war, Zähne waren immer gesund und plötzlich nach der Chemo, nach den Antihormonen, ja, hat sich alles verändert. Jetzt habe ich es wieder im Griff, aber ich musste für mich einfach die perfekte Zahnseide finden. Also Orthodontic Floss, auch ideal zur Reinigung von Zahnspangen, Brücken und Implantaten. Also damit ihr Bescheid wisst. Und dann habe ich die Dontodent Zahnseide. Das sind aufquellende Fasern. Hier sind 50 Meter enthalten. Die kostet, ich glaube, 1 Euro oder etwas drüber. Jedoch ist das mehr an die normale Zahnseide angelehnt als die anderen, aber die hat aufquellende Fasern. Das heißt, wenn ihr eure Zahnreinigung macht, dann quellt das Fädchen auf und dann tut es auch nicht so doll weh. Ihr sollt sowieso vorsichtig sein, wenn es um Zähne geht. Also nicht zu sehr rumzerren und ziehen. Und da wären wir auch schon beim Thema Zahnpasta. Ihr werdet mich vielleicht für verrückt halten, aber ich liebe salzige Zahnpasta. Ah, das ist die extra frische Variante. Es gibt einmal grün und dann gibt es einmal die blaue. Die blaue von Parodontax finde ich sehr angenehm. Die hat, ja, die fühlt sich zwar ein bisschen abrasiv an, aber das liegt eben daran, dass hier Meersalz enthalten ist. Also das sagt zumindest die Inhaltsstoffangabe.
Ich finde, sie hinterlässt eine schöne Frische. Mein Zahnfleisch verträgt sie auch sehr gut und sie ist halt nicht einfach so. Ja, manche Zahnpasta, die schmeckt halt einfach heutzutage nicht mehr so, wie Zahnpasta schmecken sollte. Wisst ihr, was ich meine? Also früher, da war ja alles so voll minty und total Pfefferminzgeschmack und mittlerweile gibt es ja Kokos und Schokolade und hilft Zahnfleischbluten zu reduzieren und vorzubeugen. Eine sehr gute Zahnpasta. Und dann habe ich die Meridol Zahnpasta, die habe ich eigentlich immer dabei. Das ist so meine Feelgood Zahnpasta. Die Feelgood Zahnpasta, die sieht auf jeden Fall sehr steril aus. Die hat einen türkisen Streifen, wenn ihr sie benutzt. Immer wenn ich das Gefühl hatte, dass meine Zähne sehr irritiert waren oder so, dann habe ich immer auf Meridol zurückgegriffen. Und das hat mir eben geholfen. Also die bekämpft auch die Ursachen von Zahnfleischentzündungen, bekämpft Bakterien, bevor Zahnfleischentzündungen entstehen können. Davon gibt es auch den Parodont Expert. Die kostet ein bisschen mehr, ist in einer anderen Verpackung. Und dann habe ich auch schon die drei letzten Sachen. Einmal, da ich ja kein Deo an sich mehr benutze, ich habe diesen einen Deo-Roller 5 in 1, den ich gerne benutze. Und auch von Sien, ich glaube, das ist die Lidl-Marke. Aber ich habe von Isana den Tipp bekommen, dass einige der lilafarbenen Deos, wenn man sie jetzt auch auf Klamotten sprüht und nicht unbedingt unter die Achsel, das mache ich ungern, dass die sollen ein Dupe für das Parfum Alien sein von Mugler. Also Thierry Mugler. Das Isana Parfum Deodorant Magical Love riecht sehr gut. Geht so ein bisschen in die Richtung, aber da gibt es ein ganz besonderes, welches leer ist und meine Mama hat leider die Verpackung weggeworfen. Ich schreibe es euch in die Infobox, aber auf jeden Fall mag ich das sehr, weil es einfach sehr gut riecht. Das wollte ich nur noch mal mit einwerfen. Und dann habe ich mir noch von Catrice etwas für die Lippen gekauft. Und zwar sind das die ultimativen Lip Liner. Die sind wie Filzstifte. Sie heißen Aqua Ink Lip Liner. Ich habe die in dem einen Make-up-Chat schon mal kurz angesprochen, vorgestellt. Ich habe mir drei Farben besorgt. Ich glaube, es gibt 6 oder 7 Farben davon. Einmal habe ich die 020 Just Follow Your Rose. Das ist so ein ja, rosa, roséfarbener. Dann gibt es einmal 070 Rosewood Flare. Der geht mehr ins Aprikotfarbene, aber eigentlich so lippenfarbemäßig, also auf natürlicher Basis. Und die 010 Attitude is Everything geht so mehr ins Bräunliche. Die halten unendlich. Die halten bombenfest. Es macht total Spaß, die einfach auch aufzutragen. Die trocknen sehr schnell und ich habe einen davon gerade unter dem Lippenstift. Und der gibt einfach so eine tolle Kontur. Da ich ja gerne meine Lippen, also meine obere Lippe auch gerne überzeichne, und gerne meinen Lippenstift da habe, wo er auch bleiben soll, sind die super toll geeignet. Die haben so einen runden Kopf und die sind halt wie Filzstifte. Also wirklich super, super, super tolle Farben. Catrice hat ebenso neue Lippenstifte. Gestern bin ich ein bisschen ausgerastet und dachte mir so, was ist das denn? Das ist der Catrice 070 for the Brave Plumping Lipstick with Hyaluronic Acid. Also Hyaluronsäure ist hier anscheinend drin. Das ist so ein Gel, Power Plumping Gel Lipstick. So sieht er aus. Das ist die Verpackung. Aber die Farbe. Die Farbe. Ist die Farbe nicht total schön? Ja. Ich habe ihn gestern, ich glaube, 5-mal ausprobiert. Einfach hin und her drauf geschmiert. Die Konsistenz ist total toll. Er riecht himmlisch. Fühlt sich super auf den Lippen an. Das Einzige, was ich ein bisschen traurig finde, ist, der ist nicht so intensiv deckend. Also die Farbe ist super. Die Farbe ist super, aber ich dachte jetzt so, krass, was ist das denn? Oh, hier ist noch mein Lip Liner drauf. Da dachte ich echt, wow, das wird bestimmt voll die intensive Farbe. Aber ich hätte es mir eigentlich denken können, Gel-Lipstick. Aber der ist wirklich schön shiny. Meine Mama hat auch schon mit dem geliebäugelt. Wahrscheinlich werde ich ihr einen schenken oder ich werde ihr den geben und die nächste Farbe versuchen. Die riechen unglaublich toll, fühlen sich auf den Lippen total super an, trocknen die Lippen nicht aus. Man hat dann nicht irgendwie so diese pelzigen Lippen,
Stückchen. Und ja, ich kann euch den nur empfehlen. Ich werde mal morgen gucken, dass ich noch ein paar Farben besorge und die austeste. Aber ja, ich wollte mit der anfangen. Meine Lieben, wir sind am Ende. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich werde weiterhin einige Sachen testen. Ich habe den tollen, tollen Tipp von einer lieben Zuschauerin bekommen, die mir von Catrice den Kokobalm empfohlen hat. Ich habe mir direkt 4 Stück gekauft. Und ja, einen hat der Hund zerstört, einer ist in meiner Handtasche, den habe ich auch sehr gerne benutzt. Und 2 sind, ich glaube, im Auto. Man muss ja immer irgendwie was haben. Ich habe den leider jetzt nur nicht hier. Aber ich meine auch, dass er nicht mehr hergestellt wird. Ich weiß gar nicht, was Catrice macht. Oh, ja. Manchmal stellen die so tolle Produkte her und dann werden sie halt einfach nicht mehr produziert. Und dann stehe ich da und denke mir so, toll. Ihr Guten, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Ich freue mich über eure Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert meinen Channel. Schreibt mir in die Infobox, welche Produkte ihr gerne sehen wollt, was ich für euch testen soll. Bis bald. Ciao.